Hallo, herzlich willkommen, lieber Stier, zu deinem Juli-Taroskop. Schauen wir uns einmal die Prognosen für deinen Monat Juli an. Was kommt auf dich zu? Ich werde das ganze Tarot-Deck auslegen. Es gibt zu diesem Video eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Schauen wir mal, was die geistige Welt vorab zu dir zu sagen hat. Ja, sie sagen, dem Stier steht die Welt offen. Was kann deine Fantasie alles fabrizieren, auf das du dich neu ausrichten kannst und gut wählen kannst? Was möchtest du tun? Was bereitet dir Freude? Es wird etwas nicht kommuniziert. Ja. Nämlich, dass in dir ein Drama stattfindet, lieber Stier. Obwohl dir nun die Welt offen steht. Was ist geschehen? Was bringt dich an den Rand der Verzweiflung innerlich? Was erschließt sich dir nicht? Was öffnet sich nicht für dich? Wo bekommst du keine Klarheit? Sie sagen, lass Altes los, was dir nicht mehr länger dienlich ist. Schaffe Ordnung in dir. Richte dich neu aus. Denn das, was war, was du mitbringst in den Juli, ist ein großer Segen für dich. Du brauchst dir deinen Kopf nicht zu zerbrechen. Es ist ein großer Segen. Neue Türen werden sich dir öffnen, sobald du loslässt und bereit bist für das Neue. Es geht ums Loslassen, definitiv. Und in diesem Loslassen, in diesem Prozess des Loslassens, erkennst du, dass du Schöpfer deines eigenen Lebens bist. Wie schon zuvor gesagt, die Macht deiner Fantasie gebe ihr die Macht, träume groß, manifestiere. Sei nicht in deinem eigenen Drama oder im Drama anderer. Verzweifle nicht. Alle Wege führen nach Rom. Wo ist dein Rom? Was bedeutet dein eigenes Rom? Das bedeutet, dass alle Wege, auch die Umwege, früher oder später ans Ziel führen. Hast du ein Ziel? Lebe dafür. Ich beginne mit dem Tarot. Es wird ein spannendes Reading, lieber Stier. Und in der Zwischenzeit, abonniere, drück auf die Glocke, auf dass du keines meiner Videos verpasst. Lass ein Like da, kommentiere, wenn du Lust dazu hast. Für Persönliches www.sternenmedium.de. Dort findest du alle Antworten, die du brauchst. Sie sagen, das Drama, was in dir stattfindet, hat damit zu tun, dass du zweifelst, ob du richtig entschieden hast, richtig gehandelt hast. Ob deine Entscheidung nicht doch zu groß für dich ist, für dich war, ob du die Konsequenzen tragen kannst. Unsicherheit macht sich breit. Die geistige Welt sagt dir, denk immer daran, das, was ist, ist ein großer Segen. Und großer Segen wird dir zuteil. Du hast das Gefühl, dass ein Traum geplatzt ist, eine große, stabile Sicherheit.
Du möchtest Erfüllung spüren. Du möchtest dich selbst verwirklichen. In deiner Kreativität, auf das sie dir materiell das Höchste bietet. Du wartest auf Kommunikation von jemandem, wohl durchaus ein Luftzeichen, kann aber auch ein Erdzeichen sein. Du wartest auf grünes Licht von dieser Person, denn vorher denkst du, kannst du nichts Neues beginnen. Doch die geistige Welt sagt, mache dich nicht von anderen abhängig. Lebe heute. Treffe heute deine Entscheidungen. Du weißt nicht, ob du dich trennen sollst von einer Person, einem Wasserzeichen, mit der du eine sehr tiefe Verbindung spürst. Du siehst nicht ganz klar, du bist nicht zentriert. Das Drama in dir. Du siehst nicht, du sprichst nicht, du handelst nicht. Du weißt nicht wie, du weißt nicht wann. Eine Waage kommt dir zu Hilfe. Die Waage hat die Antwort. Auf zu neuen Ufern. Und zwar die Ufer, die dich emotionell nicht belasten. Ich höre zwischen dem 11. und 15. Juli, lieber Stier, verbindest du dich wieder mit deiner Schöpferkraft und kannst wieder klare Gedanken schaffen. Und aus diesen klaren Gedanken, du wirst Herr deiner Gedanken in dieser Zeit, schaffst du es, dich neu auszurichten und eine definitive Entscheidung zu treffen. Nehme die Emotionen heraus aus dieser Situation. Die Angst, die Zweifel, Versagensängste, Versagensgefühle, Selbstvorwürfe. Nimm all das heraus. Ein klarer Verstand hilft dir da jetzt. Die Jungfrau, die dir vieles versprochen hat oder vieles verspricht, bereitet dir Kopfschmerzen und schlaflose Nächte. Der Krebs, der ist damit nicht einverstanden. Vom Krebsen können Vorwürfe kommen. Diese machen dir wiederum Sorgen. Lasse es nicht zu, dass jemand anders über dein Leben bestimmt. Stehe zu deiner Entscheidung. Und daraufhin treffe weitere Entscheidungen. Denn nur du weißt, was das Beste für dich ist, lieber Stier. Du weißt nicht, ob du das Richtige getan hast. Und vielleicht ist das, was nun vor dir liegt, zu schwer für dich, der Weg zu weit,
Doch die geistige Welt sagt: Die Freiheit ruft. Siehst du sie nicht? Ein jüngeres Wasserzeichen kann dir helfen, deine Kraft wiederzufinden, das Positive in den Dingen zu sehen. Trauere nicht um Verlorenes. Lass es zurück in der Vergangenheit. Beginn heute von vorne. Wer mit einem Löwen zu tun hat, ja, dieser Löwe möchte Kontakt zu dir aufnehmen. Ich höre, mit honigsüßen Worten flüstert der Löwe. Sie sagen, es scheint, als hättest du keine Zeit für diesen Löwen. Geh in dich. Denn im Juli, lieber Stier, wenn du auf deine Intuition hörst, du deine Gedanken und Emotionen in den Griff kriegst, wartet ein großes romantisches Abenteuer auf dich. Sie sagen, du siehst es als Abenteuer. Doch daraus wird eine langjährige Beziehung. Eventuell mit einem Luftzeichen, einem Erdzeichen oder einem Wasserzeichen. Diese Person kann auch gut ein Wassermann sein, möchte Zukunft. Beruflich kommt ein neues Projekt auf dich zu. Du wirst gesegnet. Das bedeutet, lieber Stier, dass da, wo eine Tür zugegangen ist oder du eine Tür zugemacht hast, sich 1 bis 2 neue Türen öffnet. Öffnen. Und dieses Projekt versinnbildlicht dich selbst, erfüllt dich aufs Höchste. Materiell läuft es sehr gut. Dieses Projekt, du wirst ins Boot geholt, beziehungsweise holst jemanden ins Boot. 1 oder 2 Personen noch. Hör auf deine Intuition, sie wird dich leiten. Und spirituell ist dieses neue Projekt für dich ein großer Segen und ein Befreiungsschlag. Die Freiheit ruft, lieber Stier. Wenn du einmal Ja gesagt hast, wird von Slow Motion Fast Motion. Das bedeutet, dass sich die Events nur so überschlagen und du schon gar nicht mehr hinterherkommst, sagen sie, weil alles so schnell geht. Es ist etwas, was von oben so gewollt ist. Nimm es an. Ja. Dann kommen die Reisen von einem Feuerzeichen. Große Kommunikation. Doch es gibt dir Genugtuung, dieses Feuerzeichen nicht zu beachten. Warum? Ist noch eine Rechnung offen? Ah, sie sagen, du willst dir Zeit lassen. Das Schicksal hat dir diese Person mit auf den Weg gegeben. Sie sagen, du entkommst dieser Person nicht.
Ich höre, lieber Stier, du sagst ja aber. Wir schauen uns Weiteres im Extended an. Ich warte dort auf dich. Wer hier aussteigt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.